Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu einer neuen Runde Battlefield 4 Multiplayer im Let's Play. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier bei einer neuen Runde Team Deathmatch mal wieder ein bisschen besser zurande kommen als beim letzten Mal. Das war ja doch schon leicht peinlich. Huch, jawohl. Gleich mal gestorben, noch nicht mal eine Minute gezockt. Jawohl. Erster Kill oder so? Super. Ich freue mich. Ich freue mich einfach. Ich kenne die Map jetzt zwar so vom normalen Conquest, aber Team Deathmatch ist doch schon was anderes. Und ich habe mal wieder überhaupt nicht getroffen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich wechsle jetzt die Klasse. Scheiß auf die Punkte, die ich theoretisch durchs Reanimieren wieder bekommen könnte. Die Waffe gefällt mir einfach besser. Hoffe ich mal. Die macht im Einzelschuss auch ein bisschen mehr Damage. Hier sind deine Kugeln, Mann. Und das sollte das dann auch hoffentlich funktionieren. Nein, es funktioniert nicht! Warum auch? Ärgerlich. Aber wir haben zumindest schon mal einen Kill. Auch wenn wir schon dreimal gestorben sind. Und die mittlerweile auch schon ziemlich ekelhafte Storm Raiders sind. Das war jetzt kein Kopfschuss, willst du mich verarschen? Wenigstens gab es Sichtungsbonus und ein bisschen was anderes. Vor allem die Map ist eigentlich doch recht groß. Dafür, dass wir hier plus zu paar 30 drauf spielen. Und doch recht konzentriert zusammen sein sollen. Aber wir spawnen alle in derselben Ecke, wo dann die Feinde hier in diesen scheiß Häusern hocken können. Ups, da hatte ich gerade etwas Glück. Kommt der jetzt hier an? Okay, hier ist erstmal anscheinend alles safe. Wie sieht es da drüben aus? Stirb. Oh oh. Ja, ich renne natürlich direkt zur Granate mit. Oh Mann. Hier ist deine Munition. Hol sie dir. Wie nubelhaft war denn das jetzt? Boah! Ich glaube, ich habe die falsche Waffe für diesen Modus. Ist er gestorben. Und da kriege ich jetzt keine Killhilfe, weil Selbstverstümmelung ist ja zum Glück nicht strafbar. Mann! Ist das ärgerlich. Ups. Da gab es zumindest ein bisschen Revanche. Ich bin nochmal. Ich bin Squadleader und Bester vom Team. Bester im Squad. Ja, super. So noobhaft wie ich bin. Ach, Hilfe. Ich glaube, ich werde dann auch aufhören mit den ganzen Modi. Ausprobieren. Vielleicht noch ein bisschen Capture the Flag oder so. Mal gucken. Aber ich werde dann wahrscheinlich demnächst wirklich wieder zum Conquest oder Conquest Large übergehen. Weil es im Moment einfach hier jetzt nicht gerade so viel Spaß macht. Ich hab da nicht... Ach so. Ich hätte echt mal interessiert, was der andere Arsch hat. An Damage bekommen. Wieso ist denn, hat denn der ein, als Profilbild die russische Flagge und als Doctec aber dann die französische? Hoch, hoch, hoch. Ah, da steht wieder ein Arsch! Mann! Mi. Wixpickel. Ich bin drittbester vom Team mit einer 4-8 Hilfe. Ich werde morgen bei der LAN sowas von auf die Eier kriegen. Ich sehe das schon kommen. Ja, ich hab.
Ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag jetzt nichts mehr. Einfach nur phänomenal. Weil man eigentlich schon tot ist, bevor man überhaupt losgerannt ist. Was? Ich kämpfe am LKW. Ich freue mich. Mann! Es ist irgendwie deprimierend. Und ich denke mal, wir werden hier 2 Runden spielen müssen, weil der Part so kurz ist. Ich weiß auch nicht gerade überhaupt nicht, was ich so als Squad-Leader machen sollte. Was, das ist ein Feind? Das war jetzt echt fehl. Das war jetzt echt fehl. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Erstmal spotten. Vielleicht kriegen wir die 25 Punkte. Kill als Hilfe. Fick dich! Irgendwie habe ich immer Pech bei diesem Mist. Kill gerechnet bekommen. Gerechnet bekommen und sowas. Ist irgendwie deprimierend. Irgendwie sehr deprimierend. Ich komme einfach nicht in das scheiß Spiel rein. Das ist ja grauenhaft. Einfach nur horrible. Jetzt bin ich hier wieder allein oder was? Ist ja noch schöner. Das ist doch für'n Arsch. Das ist doch echt für'n Arsch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Keine Chance hast du hier. Der Arsch. Mann! Ich hab den nicht mal getroffen! Der ist doch niemals Level 11. Das kannst du mir nicht erzählen. Wichspickel. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und das haben wir nicht mal 9 Minuten gezockt und wir waren schon erledigt. Dann müssen wir jetzt 2 Parts draus machen. Oder muss ich 2 Parts draus machen? Dass es einmal ein bisschen flott her vorangeht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen Teambalance reinbekommen. Dass wir auch nicht unbedingt gleich auf die Eier kriegen. Ich glaube aber, ich bin zweithöchster vom Level auf dem Super. Und ich bin von den Punkten her ganz, ganz weit unten, aber das ganze Team hat eigentlich so gut wie keine Punkte bekommen. Bis auf den 100, was auch immer, wie viel, 129, ja. Da hat ein paar Punkte bekommen, aber auch nicht viel. Aber dass er 28 Kills gemacht hat. Von 68. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist echt erbärmlich, was wir hier abgeliefert haben. Muss ich schon mal so sagen. Das ist echt erbärmlich. Aber wir machen jetzt mal Sturm auf Basel. Ich denke mal, da werden wir hier in dieser Kaserne da dann aufeinander losgehen. Ich denke mal, ich werde mich jetzt einmal als Pionier reingehen. Da kann ich dann vielleicht, wenn die irgendwo im Haus oder so rumcampen, einfach mit dem Raketenwerfer Brums und alles im Arsch.
so wie sich es eigentlich auch gehört. Und da sollten wir dann vielleicht da ein bisschen Vorteile oder ein bisschen Glück haben. Wäre natürlich echt nicht schlecht. Naja, mal gucken. Ich hoffe einfach mal, dass es halbwegs funktioniert. Jetzt könnte es mal endlich aufgehört haben zu laden, weil ich habe eigentlich ganz schön Bock auf das ganzen Spaß jetzt zu zocken. Pioneer betreten. Gott sei Dank. Ich bin hier Squad Leader. Kann ich als Squad Leader irgendwas machen? Egal. Wir rennen hier erst einmal so ein bisschen umher. Und. Mal gucken. Noch hatte ich keinen Feindkontakt, aber ich denke mal, den ersten Feindkontakt werde ich eh verkacken. Jetzt lauf doch mal, du Arsch. Ups. Wir kriegen hier gerade mächtig auf die Eier. Hey, erster Feindkontakt und erster Kill. Aber ich denke mal, so genug wird es ja nicht geben. Oh, wenn hier wahnsinnig viele niedrig Level. Ist das überhaupt? Keine Ahnung. Fick dich doch. Aber immerhin 180 Punkte. Da kann man auch wirklich Pluspunkte über Kills machen. Muss man echt sagen, also viel andere Chancen hat man da nicht. Boah! Und da killt er mich auch noch! Ah! Das tut weh. Das tut jetzt echt weh. Das nehme ich auch mal eine eigene Cover. Da habe ich echt verkackt. Aber sowas von hart. Aber wenn ich schon wieder sehe, wie hier überall Leichen umherliegen, da stimmt es mich jetzt nicht gerade positiv. Ich renne hier einfach mal so ein bisschen durch die Gänge. Da kommen eigentlich meistens immer irgendwelche Arschlöcher umhergerannt. Anscheinend nicht. So ein bisschen Spawn-Raping vielleicht. Machen die anderen auch. Warum sollte ich mich da verstecken? Die Geschütze, die hier so rumstehen, die bringen einem leider recht wenig. Ach, diese Nase juckt. Da man dann hier natürlich in die falsche Richtung quasi zielt. Dabei hat man hier auch relativ wenig... Unterschlupf. So, jetzt habe ich nur 20 live. Das ist doch für'n Arsch. Ja gut, der hat mit der Schrotze auf die Distanz. Da machst du doch keine 20 Damage. So in real und so. Das kann mir doch keiner erzählen. Unrealistisch. Ich stehe hier natürlich gerade wunderschön frei. Ich hätte wahrscheinlich bloß mit einem Raketenwerfer auf den scheiß Tank zielen müssen und da hätte ich den auch gekillt. Ist mir natürlich nicht eingefallen. Schon wieder auf die Eier. Bin ich noch keine 2 Meter gelaufen. Mann, wie ich diese scheiß Spawn-Raper hasse! Das ist doch scheiße. Das Team, das kriegt mal überhaupt nichts geschissen. Ich
bin fünf Beste mit einer 1,6. Halt, wir tun jetzt erstmal Boostern machen. Damit hier überhaupt noch Punkte, mit was Verwertbares rauskommt. Dass keine verschwendete Spielzeit einfach nur ist. Jetzt bleibe ich hier natürlich an diesem scheiß Nibbel hängen. Fick dich! Irgendwie, ich weiß nicht, schiel ich oder was? Das geht doch mal gar nicht. Einfach nur ätzend. Haben wir jetzt den Sichtungsbonus bekommen? Erstmal hier hinlegen. Volles Magazin haben wir. Interessant. Ah, schade, da hat doch ein Sniper erkannt, dass ich nicht ein Feind bin. Hätte ja vielleicht funktionieren können. War ja mittlerweile auch schon halbwegs aufgeladen. Das ist echt traurig. Oh. Endlich mal seit langer Zeit wieder mal einen Kill gemacht. Ist irgendwie ein erleichterndes Gefühl, dass man überhaupt noch was geschissen bekommt. So. Wo ist da jetzt hier noch jemand? Huch. War doch gerade einer. So. Sehr, sehr schick. Brauchte zwar ein ganzes Magazin, aber okay. 40 Life kann man jetzt natürlich auch nicht so viel machen. Ist natürlich auch klar. Erstmal froh, dass man überhaupt noch lebt. In diesem leicht ungleichen Match, sage ich mal. Von wo wurde ich gerade angeschossen? Ich höre hier überall Schritte, aber ich weiß nicht, von wem da ist. Oder von wem die sind. Uhuhu. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Jetzt bleib ich in dieser scheiß Kiste hängen. Fickt euch. So. Wir haben immerhin 50 Mann gekillt. Wir fliegen so oder so im Leichensack nach Hause. Und sowas wie ein Sieg hätte man hier eh nicht verdient. Ups. Naja, war ja klar, wenn man sich da so weit nach vorne traut, dass man es verkackt. Ja. Haben wir jetzt ungefähr so 20 Minuten. Der letzte Part war ja mit 12 und 13 Sekunden, 13 Minuten schon leicht grenzwertig. Naja, insgesamt muss ich sagen, Team Deathmatch, zumindest jetzt hier auf dem Server, war jetzt echt scheiße. Hat mir das Squad Deathmatch deutlich besser gefallen. Vielleicht mache ich da nochmal irgendwann mal eine Runde. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für ein gutes Stückchen und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.